Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und einer weiteren Drupa-Episode von Super Mario 64. Mit eurem Krangus LP und heute doch nochmal, ich habe ihn doch nochmal aus der Anstalt geholt, hat mir zwar viel Geld gekostet, aber Mr. Gamer Kicks. Hier bin ich. Genau, den haben wir nochmal hier befreit, den Wahnsinnigen. Einfach mal, ja, der hat nicht so oft Ausgang in der Klapse. Tja, deswegen, irgendwie muss ich ja mal an die frische Luft kommen, deswegen hat mich der liebe Krangus rausgeholt. Genau, rausgeholt aus der Anstalt. Und hier ist der liebe, wo man gerade beliebt sind, der liebe Koopa. Hey Mario, stimmt es, dass du König Bonbon während deines harten Kampfes besiegt hast? Nö, nee, stimmt nicht, ist alles gelogen. Du scheinst ganz schön was auf den Kasten zu haben, aber glaubst du... Ah nee, Koopa, du brauchst eine andere Stimme. Aber glaubst du, es reicht für mich? Bist du schnell genug, um mich zu schlagen? Ich würde sagen, du siehst nicht danach aus. Wie wär's mit einem Rennen bis zur Bergspitze, um herauszufinden, wer der Schnellere ist? Fertig? Los! Los! Zack, es geht los. Und wir nehmen natürlich die Abkürzung. Die erlaubte Abkürzung in diesem Rennen. Wenn ich da den Berg runterfliege, mach mal Arschkarte. Gibt doch einen nicht erlaubte? Ja, wenn man sich hier... du weißt doch, wo diese Kugeln kommen. Ja. Da kann man sich doch porten. Da, das ist nicht erlaubt. Da meckert er dann rum. Das ist unmoralisch, das darf man nicht machen, das ist beschiss. Das ist sexistisch. Genau, das ist total sexistisch, wenn ich mich da durchporte durch dieses Loch. Wirklich? Lalala. Also ich hab auch, muss ich euch sagen, oder ja, ich habe massive Probleme gehabt, da könnt ihr den Gamerkicks fragen, dieses Super Mario Projekt zum Laufen zu kriegen. Ich wollte schon so oft machen, wirklich, kann der Gamer Case bestätigen. Ja. Aber es ist immer hier an den Einstellungen gescheitert am PC beim Ding. Nein, du warst einfach zu blöd, so dumm dazu. Nein, nicht beamen. Gut, jetzt hätte mich beinahe geportet. Wäre natürlich mein Untergang gewesen. Ach, naja. Super, ne? Apropos, super, wir werden demnächst auch. Ja, wie Let's Plays machen, unter anderem von Mario Kart und vielleicht wird da der Gamer Kicks mal fester Bestandteil, du wirst fester Bestandteil. Ach, das freut mich, ich werde ein Teil. Fester Bestandteil eines wirklichen Together-Projektes, wir haben ja nie wirkliche Togethers, immer nur so kleine Let's Play zusammen, aber vielleicht machen wir dann, oder was ich mir auch vorstellen könnte mal, bald das neue Dead Island, wenn das rauskommt, das wäre natürlich ein super Projekt. Dead Island Riptide. Wir haben schon das erste gesuchtet am wann war das? In 24 Stunden durch. Ja, nicht immer, das hat ja auch nicht so lange gedauert. 8 Stunden hat man es komplett durchgespielt. Nein, 11 Stunden, Entschuldigung. Ach so. Nehmen alles zurück. Ach, Koopa ist auch mal oben angekommen. Ach, boah, du hast mich geschlagen. Das grenzt an ein Wunder. Hier, du hast ihn dir verdient. Ach, der ist auch mal zum Höhepunkt gekommen. Das freut mich aber für ihn. Er hat gar nichts davon gesagt. Du hast davon was gesagt. Echt? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, Dead Island Riptide vielleicht. Oder dann halt mal Mario Kart oder sowas. Wäre natürlich auch ganz lustig. Aber ihr könnt es ja mal runterschreiben. Wie würdet ihr das finden, das Play-Projekt mit mir? Und Mr. Gamler Kicks. Der eigentlich Gamer Kicks heißt, aber das ist egal. Ja, das ist auch nur möglich, weil wir hoffentlich sehr bald, ich betone es nochmal, sehr bald in einer WG leben werden. Genau, da muss ich den Wahnsinnigen nämlich noch fast 24 Stunden nicht, Ausbildung ist was anderes, aber da muss ich den ziemlich lange ertragen. 25 Stunden am Tag. Aber das ist schon lustig, so eine Vorstellung von so einer, von so einer WG von Bekloppten oder, ja, das ist schön. Vor allem wäre das für euch sehr gut, auch noch. Weil ich dann, oder wir dann höchstwahrscheinlich eine sehr gute Leitung hätten. Also, ich sag mal, 16.000 wäre Minimum. 16.000. Das wäre schön. Und mit einer 16.000er kann ich auf jeden Fall viel besser hochladen, als ich es zur Zeit kann mit einer 1000er. Im Ernst, wollt ihr den wirklich wählen? Ist doch lieber zu Gronkh. Nein. Nein, geht nicht zu Gronkh. Obwohl, das darf ich auch noch nicht mal verbieten hier. Hör auf zu. Dann sagt sie, sollen zu GLP gehen, dann kann ich wenigstens meckern. Über Gronkh kann ich nicht meckern, weil ich Gronkh mag. Dann geht halt zu GLP oder zu Julian.
Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr Fame haben wollt, bewertet eins von Julians Videos schlecht, hinterlasst einen dummen Kommentar und ihr werdet in einer Munde sein. Du hast den Namen in meinem Let's Play genannt. Zwei dieser Namen auf einmal. Was, GAP und Julians Blog? Wie geht's? Hör auf, mich zu quälen. So, haben wir hier jetzt noch ein Sternchen? Ja. Sterne. Fliege zur schwebenden Insel können wir schon mal komplett abhaken. Was schwebt bis zu einer Insel? Fliege zur schwebenden Pinsel. Ah, nicht bin Insel. Du hast so einen Pinsel im Kopf, Alter. So, natürlich. Natürlich habe ich einen Pinsel im Kopf. Ich bin ein Pinsel. Einfallspinsel. Ja, ja, so ist das. Aber natürlich, wenn es möglich wäre, würden wir, glaube ich, auch eine 50.000er dann nehmen. Ne? Da ist ja der Preisunterschied nicht unbedingt so hoch. Ja, es müsste eigentlich gehen. Es müsste eigentlich klappen. So vom Prinzip her, wenn du gute Anbieter in der Nähe hast, dann klappt das auch super. Mit guter Anbieter ist diesmal nicht der Telekom gemeint. Genau. Ist so laut. Du weißt doch. Ja, sonst sperren sie dir das Internet komplett. Nee, du weißt doch hier, was vielleicht passieren könnte. Wo ich vielleicht meine Ausbildung bekommen könnte. Ach so, ja. Ja. Also, das war jetzt natürlich alles nicht ernst gemeint. Das war natürlich alles mal Spaß. Nee. Nee. Die Telekom macht einen guten Job. Ist wirklich so, nur manchmal. Wie jeder Internetanbieter. Jeder Internetanbieter hat seine Macken. Sagen wir so, wie es ist. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Das ist ja ganz normal so. Wie zum Beispiel Vodafone bei mir. Von einer Minute auf die andere plötzlich Internet weg. Ja, das passiert aber öfters mal. Ja, das gefällt mir aber nicht. Ich war mitten gerade dabei, meine Post zu checken bei YouTube, ob sich vielleicht doch noch irgendjemand für mich interessiert und bupp, Internet weg. Ja, aber ich denke mal, dann werdet ihr auch auf ganz oder mehrere Projekte hoffen können. Ich hatte ja früher immer solche Spontanprojekte oder was ich mit GamerGeeks damals hatte. Let's Talk, da haben wir einen Talk gemacht über Windows 8, über allgemein so Sachen, Gaming und... Dazu haben wir Minecraft gespielt. Nee, haben wir nicht. Nicht? Nee. Na, ich habe dazu mal Minecraft gespielt. Du hast dazu Minecraft gespielt während der Gespräche. Genau. Und das war schöne Zeit. Ja, wir haben uns dann halt über Themen in der IT-Branche allgemein auch hier in der Computerszene unterhalten, haben da ein bisschen was rausgearbeitet, pipapo. Meinung gesagt, die Zuschauer konnten die Meinung teilen und sowas könnte ich mir auch wieder vorstellen. Solche spontanen Projekte, also dass man mal das... Ich will mich nicht unbedingt immer auf Let's Play begrenzen. Ich will auch was anderes machen, so ist es nicht. Er ist willig. Ich bin gewillig und ihr braucht keine Gewalt. Sozusagen. Ja. So, jetzt brauche ich natürlich hier, jetzt muss ich willig sein, die roten Münzen zu kriegen. Sonst hole ich mir die mit Gewalt. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ja, genau, das war der Erlkönig. Er reichte zu spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält den Knaben wohl in den Arm. Er hält ihn sicher. Er hält ihn warm. das fand ich gar nicht mal so schlimm damals. Ging auch relativ leicht in die Birne rein, ne? Ja. Relativ. Relativ leicht. Oder hier, wie der Zauberlehrling war auch gut. Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe. Und mit reichem vollen Schwalle zu die Bade sich ergieße. Ach ja, das waren nur Zeiten. Prometheus kann ich mich jetzt nicht unbedingt noch erinnern. Wer irgendwas mit Hütten? Ganz komisches Deutsch. Ey, alter Sack, wer hat dir erlaubt, meine Hütten hier abzureißen? Was glaubst du, wer du bist, du Vore? Also so in der Richtung, so sinngemäß. Aber wirklich nur so ähnlich sinngemäß. Ja, sinngemäß, wirklich nur sinngemäß. Also der hat dann nicht gesagt, ey, du Kunde Zeus, pass mal auf. Du Vore, was willst du? Auf jeden Fall was mit Wolkendunst, ganz am Anfang. Du da oben auf deinem Wolken sitzt, vom Wolkendunst bedeckt oder irgendwie sowas in der Richtung. Du könntest ja mal runterschreiben. Mensch, ja, da hätten wir doch mal Schönes hier. Ja, aber könnt ihr auch mal was für uns machen?
hat man da mal was Kulturelles, was Literarisches hier unter den Kommentaren. Das passiert ja nicht oft, Mensch. Das wäre dann sozusagen eine Revolution, eine Sensation. Ja, so, ja. Ich träum weiter. Hier hole ich, glaube ich. Als ob es irgendwer macht. Oder vielleicht macht ihr es doch. Vielleicht überrascht ihr uns mal. Vielleicht unterrascht ihr uns. Als ob du dich noch nie versprochen hättest. Habe ich nie. Bin perfekt. Gerade du. Du bist doch Maßstabversprechen. Meinst du? Das meine ich nicht nur, ich weiß. Und ich weiß nicht viel. Das stimmt. Achso, ich glaube, ich kann hier die Bombenkästen noch aufmachen. Das kann ich natürlich auch probieren. Damit ich mich wegschießen kann. Damit ich mich wegbomben kann. Super Taliban Brothers sozusagen. Super Maliban. Maliban? Maliban. Die kann man schon ganz am Anfang, konnte man die aufmachen, indem man mit den Bomben spricht. Wir sind friedlich leben beim Baumarkt und mögen keine Kanonen. Wir stellen die aber gerne Luftreisen zu. Ah, okay. Also sie mögen kein Krieg, die sind friedlebend, aber machen trotzdem die Kanone für mich auf, damit ich mich ein bisschen fortbewegen kann hier. Mich oben auf die Insel schießen kann und den letzten roten Münze bekomme. Nette Volk. Ja. Achso, ab dem dritten Part wird es dann nicht mehr so sein, dass der Text hängt. Ja, übrigens so, nur so am Rande erwähnt. Warum? Willst du mich dann wirklich ausgrenzen? Ja, ein bisschen. Ich sehe die rote Münze. Und das war eindeutig zu wenig. Eindeutig, zweideutig zu wenig. Dreideutig. Meine Lieblingsdeutigkeit. Ja, Deutigkeit. Das ist jetzt ein neues Wort, das habe ich gerade erfunden. Na, das nehmen wir dann, das wurde in meinem Let's Play gesagt und wenn du mal in meinen Kanal schaust, da steht eindeutig dann, als wenn im Wort fällt, wenn ein neues erfundenes Wort fällt, dann gehört das mir sozusagen. Ja, der Jan ist feiner, ja. Das ist dann mein Eigentum. Ach, dein Eigentum auch noch. Ja, das kommt dann in mein offizielles Crankes Wörterbuch, welches ihr nicht vergessen dürft. Schaut euch mal den passenden Part dazu an von Crash Bandicoot. Dann wisst ihr, welche Neuerungen, welche revolutionären, futuristischen, Dinge mein allererstes. Und es ist nicht teuer. Ja. Kauf 2, bezahlt 3. Richtig. Das allererste Buch kostet 15,99 €. Ja, das ist richtig geil. Ja? Ihr müsst euch wirklich den Crash Bandicoot Port dazu angucken. Da haben wir ein bisschen Philosophie. Wenn du zwei Bücher kaufst, bezahlt man, ja, weil wir sind ja souverän, bezahlt man nur 30 €. Also habt ihr schon Rabatt bekommen. Aber haltet euch fest, wenn ihr wirklich vorhabt, zwei Bücher zu kaufen, müsst ihr noch ein drittes bezahlen. Genau, das ist super. Das ist ein super Prinzip vor allem für uns. Weil das mit dem YouTube-Money, da können wir uns das natürlich alles leisten, das wir nicht bekommen. Versteht? Ja. Ah, da ist der Stern. Super, Mensch. Natürlich an alle die das... Es soll ja ein paar Wahnsinnige geben, die das glauben. Ich veröffentliche natürlich kein Wörterbuch. Es wird ein Epos. Natürlich kein Wörterbuch, es wird ein Epos. Es wird einfach ein literarisches Meisterwerk. Richtig. Und sowas es wird ein Textdokument. Was ihr euch bei iTunes kaufen könnt. Bei kaufen könnt. Ich hab den Stern, juhu. Ja, Textdokument, das ihr bei iTunes kaufen könnt. Das stell ich mir gerade schon richtig geil vor. Hey, Krangus, ich hab dein neues Textdokument gekauft. Geil. So, 24 Münzen noch nebenbei bekommen. Ja, und 6 Sterne. Und damit war's da schon wieder für diesen Part. Ich finde das ja immer schade, die Together-Parts gehen so schnell rum, muss ich sagen. Und ja, ich als Krangus sage ciao, wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Nachmittag, sonst was, ne, verbringt schön viel Zeit draußen, darf man auch nicht vergessen, und kauft mein Textdokument, mein Wörterbuch, mein Epos, wie auch immer. Und GamerKicks sagt auf Wiedersehen. Ciao.